Eigentlich sieht der Zapfenkranz schon richtig schön aus, aber es wird noch schöner. Ich habe hier noch so eine schöne Idee. Wir waren vorhin draußen und haben die Korkenzieher-Haselnuss geholt. Und ich probiere mal so ein bisschen immer, wie man so einen schönen Zweig hier reinmachen könnte. So ein kleiner Test, der ist jetzt so richtig schön urig. Ich habe natürlich auch zwei Zweige mitgebracht, weil ich probiere mal ganz gern aus. Der hat so schön diese kleinen Fruchtstände, diese ja, Würmchen sozusagen. Aber ich finde, der andere, der macht richtig Stimmung zu dem Zapfenkranz. Also das ist toll, aber ich glaube, das verwende ich für was anderes dann und nicht für den Kranz. So, das heißt, wir nehmen lieber diesen schönen Zweig, aber den muss ich noch ein bisschen zurechtstutzen, dass der auch passt. Weil es soll natürlich keine Zweige so nah an den Kerzen sein. Und alles, was an die Kerzen näher rankommt, das muss ich entsprechend kürzen. Und ich muss auch diesen Zweig noch richtig gut fixieren. Ich habe das ganze Laub abgemacht von diesen Korkenzieher-Haselnuss-Zweigen. Und so, jetzt mal überlegen, wie ich den am besten festbekomme. Ja, sehr gut. So sitzt er gut. Ich ziehe mal ganz gern ein paar Handschuhe an, um den Draht da rein zu stecken, weil da braucht man ein bisschen Kraft in den Händen. Ach Quatsch, falsche Schere. Entschuldigung. Genau, so macht man es nicht. Natürlich die Drahtschere. Und ich biege den Draht wieder zu einem U, also wie eine Haarnadel, und fixiere den Zweig im Strohrömer. Und durch den Handschuh habe ich auch richtig Kraft. So, zack, sitzt. Und genauso mache ich das auch hier. Ich kann natürlich den Zweig nicht mit dem Krampen fixieren, weil der Krampen ist viel zu klein. Ja, ich brauche da jetzt schon ein bisschen was Längeres und da brauche ich das Drahtstück, weil sonst komme ich mit dem Draht nicht in den Strohrömer rein. Also man sieht hier jetzt auch die Drahtstelle, ja, die verkleide ich gleich nochmal. Ich gucke nochmal, dass er auch nicht zu nah an die Kerzen rankommt. Und also trotzdem natürlich immer aufpassen mit Kerzen. Ich sage es immer dazu. Ganz, ganz wichtig. Und diese Stelle, wo ich den Draht, wo ich den Zweig mit dem Draht fixiert habe, die wird verkleidet von mir immer. Dann mache ich einfach einen kleinen Tupser Moos drüber. Und schon sieht keiner mehr, wie dieser Zweig in meinem Kranz verschwunden ist. Weil ich möchte eigentlich bei keiner Arbeit, dass man die Technik sieht. Ja, und deswegen mache ich dann immer hier einen kleinen Moostupser. Ich suche schon selber meine Drahtstelle, aber da ist sie. Ja, und ich habe jetzt auch, ich habe noch so ein paar nette Ideen mit meinen, ich habe hier zwei Hirsche. Eine Hirschmama und ihr kleines Hirschilein. Und ich finde das immer herrlich, wenn die Hirsche auf dem Zweig stehen. Schön wäre natürlich eigentlich Mama und Kind. Die bleiben aber leider nur stehen, wenn ich denen auch ein bisschen Moos unter die Füßchen mache. Das heißt, Moos ist immer wichtig bei allem. Und dann nehme ich ganz wenig, drücke das so in den Händen zusammen und suche mir, meine Heißklebepistole ist schon wieder leer, so. Suche mir eine schöne Stelle. Ich kann natürlich auch den Hirsch an die höchste Stelle machen im Kranz. Das ist natürlich auch klasse. Ich glaube, den setze ich da hoch. Das ist schon die schönste Stelle. Und mach dem Moos, dem Hirsch auf die Füßchen ein bisschen Heißkleber. Ganz fein dosieren bitte, dass man diese Klebestelle nicht so sieht. Und das sieht doch jetzt aus, als ob der im Wald stehen wird.
Und also den Hirsch immer lang genug festhalten, nicht dass er umkippt, dass alles schön trocken wird. Sehr schön. Sehr schöne Variation. Ja, weihnachtlich wird mein Kranz natürlich auch dadurch, dass ich noch ein paar Kugeln mit in den Kranz mache. Also das ist jetzt, da kommt jetzt dann die festliche Note. Das muss ich auch mit ein paar größeren Kugeln arbeiten. Größere Kugeln werden besser gesehen. Also auch mal die Mischung aus größeren und kleineren Kugeln ist immer sehr, sehr schön. Und ich habe hier auch bewusst einen Naturton gewählt. Die Kugeln sollen nicht alle gleich liegen. Manche mögen diese Öse nicht gern, machen es nur so rum. Ich finde die Öse ganz toll. Ich mache manchmal auch ein Bändchen an die Öse dran und knüpfe da noch, mache da so ein, ja, wie so ein kleines Schleifchen. Kann man machen. Und dann haben wir natürlich noch die Spiegelbeeren. Die sind alle so am Draht. Den Draht mache ich erstmal ab. Und die Spiegelbeeren haben keine schöne Öse. Die würde ich jetzt nicht verwenden. Sondern die klebe ich jetzt so fest neben der größeren Kugel. Und hier arbeite ich auch ganz gern symmetrisch. Das heißt, ich würde auch noch eine größere Kugel auch auf diese Seite machen. Und es ist immer ganz schön, wenn man, wir sagen in der Floristik, man gruppiert. Das heißt, man macht nicht jetzt ein Kügelchen hier so regelmäßig verteilt, sondern eine Gruppierung ist schöner für das Auge. Man kann auch zwischen matten und glänzenden Kugeln mit den Materialien spielen, aber eine Gruppierung ist edler und wirkt schöner, wie wenn man jetzt die Kugeln ja alle so einzeln da reinmachen würde. Man kann auch ein bisschen Natur reinmachen, ist sehr schön. Apfelscheiben. Ich persönlich halbiere Apfelscheiben sehr gerne. Und ich mag natürlich ganz besonders gern die Apfelscheiben mit diesem roten Rand. Das ist wie das Pendant zur Kerze. Ist auch sehr, sehr, sehr schön. Und die Apfelscheiben kann man einfach hier reinkleben. So, kann sie auch theoretisch mal reinstellen irgendwo. Immer, wenn man dekoriert, immer erst ein schönes Plätzchen suchen. Und dann erst kleben. Weil wenn man keine schöne Stelle findet und dann mit dem Kleber sucht, das ist eine schlechte Kombination. Dann haben wir auch, ich versuche mal auf der Seite zu arbeiten, schöne Sternchen. Immer erstmal testen, was man so Schönes hat. Ja, hier kann man ein Sternchen, das ist ein Kokosstern. So, kann man schön kleben. Und zur Abwechslung, wir haben ja viele unser Naturmaterial im Zapfenkranz außen. Es schafft auch ein bisschen Abwechslung, wenn das Naturmaterial auch oben im Kranz mal wieder auftaucht. Man nennt es auch Verbindung schaffen. Ja, und dadurch, dass es hier oben eben erscheint, ist das ein stimmiges Bild. Das heißt, die Deko oben, die hat dann auch die Verbindung zu dieser schönen Zapfenbasis, die wir da gestaltet haben. Hier haben wir noch eine Schnittfläche von dem Zweig. Die steht so schön hoch. Habe ich natürlich auch eine Idee. Ich schneide die erst noch mal so. Moment, so, genau. Jetzt ist das Schnittstück weg. Okay. Und hier kann man auch eine wunderschöne kleine Spielerei noch drauf machen, auf diese Schnittstelle. Ich habe die Schnittstelle extra nach oben gemacht und ich setze auf die seitliche Schnittstelle von dem Zweig setze ich ein Sternchen drauf. So, weihnachtliche Details bringen also schon mehr Glanz und Stimmung. Der kleine Hirsch erinnert an den Wald,
Die Zapfen kommen aus dem Wald. Die Verbindung ist schon da. Aber wer denkt, dass ich nicht noch ein paar Ideen für den Feinschliff hätte, der irrt. Weil es gibt noch ganz tolle, schöne Zusatzdeko-Möglichkeiten. Und ich bereite jetzt gerade mal eine vor. Und zwar, es gibt einen sogenannten Bouillon-Draht. Das ist ein Draht, der hier so fein, der so ganz elastisch ist. Ja? Also ich habe ja eh, ich schreibe auch eine Einkaufsliste PDF, da schreibe ich das alles drauf. Und der Bouillon-Draht, da bereite ich jetzt mal gerade unseren kleinen Gimmick vor, optional. Ich nehme Spiegelbeeren und zwar zwei Stück, schneide den Draht ganz kurz ab, ja, den will ich nicht mehr sehen, so dass der hier draußen ist. Ah, hat sich schon erledigt, fällt ab der letzte, okay. So, dann nehme ich den Heißkleber, mache einen Tick Heißkleber in dieses Kügelchen rein und das war jetzt fast ein bisschen gut gemeint von mir, aber es geht noch. So, und klebe den Bouillon-Draht in die Kugel rein. Und das gleiche mache ich auch mit der anderen Seite. Ja, ich hoffe, der Heißkleber läuft jetzt nicht raus. Ist immer schön, wenn ich so Überlegungen habe, ob das jetzt reicht oder nicht. So, und klebe den Bouillon-Draht auch in diese Kugel. Sieht ja, auf der anderen Seite ist ein bisschen rausgelaufen, aber es macht nichts, das machen wir gleich ab. Die Kügelchen, die legen wir jetzt zur Seite und kümmern uns jetzt erstmal kurz noch um eine andere Sache. Komme ich gleich wieder dazu. Dann habe ich noch eine sehr schöne Deko, die ich persönlich liebe. Und zwar, das sind Bändchen an den Kerzen. Finde ich ganz, 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 ganz toll. Das müssen keine Schleifchen sein. Die Bändchen bitte nur unten rum um die Kerzen, da wo die Kerze nicht brennt. Also nicht in die Mitte irgendwo, sondern wirklich nur unten. Und man kann optional entweder eine Schleife oder man nimmt die Bändchen und knotet die nur. Ich mache die jetzt auch nochmal ab, weil ich möchte natürlich 4 gleich lange Bändchen schneiden. Und ich habe eigentlich keine Lust, jedes Mal anzuprobieren, wie die Länge ist. Das heißt, wir wollen das ja auch schön rational gestalten. Und ich nehme 4-mal die Länge. Und die kann ich jetzt dann schneiden. Und dann lege ich die Bändchen um die Kerzen rum. So. Zack. Jawohl. Dann, weil ich möchte gerne eine identische Länge. Schön sind schmale Bändchen. Schmale Bändchen und ich liebe Karo. So, und jetzt kommt einfach ein ganz normaler kleiner Knoten, mit dem ich das Bändchen knote und das so nach unten laufen lasse. Mehr nicht. Das ist jetzt einfach noch so ein kleiner Feinschliff, ja, wie man diese Kerzen schön dekoriert, den unteren Rand. Und das gleiche mache ich natürlich mit allen 4 Kerzen. Lässt sich auch als Variante, kann man auch einen dünnen Wollfilz nehmen. Also Filzdocht nennt er sich. Ist auch sehr, sehr schön. Kann auch Filzdocht kann auch mehrfach um die Kerzen gewickelt werden. So, jetzt drehe ich den Kranz mal um, dann kann man das von der Kamera auch besser sehen. Das waren jetzt die Bändchen. Ich habe jetzt noch eine optionale Deko, wenn du einen Zweig hast, der ziemlich hier noch hoch steht, ja, so richtig schön, oder hier noch raussteht, weil manche mögen es ja so wild, ja, dann gibt es eine schöne optionale Deko. Das ist nämlich, sind nämlich diese Kügelchen, die ich jetzt gerade mit dem Bouillon-Draht in die Kugel, weil das Schöne ist, die schwingen dann so schön, ja, die kann man dann noch so hinhängen. Und die schwingen so schön. Das ist jetzt also so eine kleine, kann man einmal rumwickeln. Ja. Und den Bouillon-Draht kann man ziehen.
So. Und dann können die Kügelchen, immer wenn man die so ein bisschen locker lässt, ja, baumeln die da so schön rum. Also das ist natürlich schön, je größer der Ast, ja, manche wollen ja vielleicht einen Ast, der dann so weiter rausgeht, desto wirkungsvoller ist es natürlich, dass an dem Ast noch so eine kleine, schöne Deko baumelt. Ja. Dann habe ich noch eine sehr schöne Idee. Und zwar, ich habe einen passenden roten Draht gesucht. Und wenn man sagt, man möchte gerne noch was Lässiges, vielleicht um die Zapfen rum. Ich zeige es auf jeden Fall. Auch wenn ich finde, dass der Kranz jetzt schon so schön ist, dass ich eigentlich keine Deko mehr rummachen würde. Aber ich zeige diese Deko-Idee. Sehr, sehr schön ist es auch mit Anissternchen. Ich kann auch Orangenscheiben, Achteln, kann das machen. Ich nehme Myrten, also Myrtendraht, diesen Lackdraht. Ja, auch bei Floristik24 gibt es tolle, ganz, ganz, ganz tolle Farben. Ja. Nehme den Draht und drahte oder fixiere einfach mit einer kleinen Drehbewegung diese Apfelscheibchen an den Draht. Ja, ich gehe her und kann die Spitze von den Apfelscheiben. Ich kann auch mit dem Draht durch die Apfelscheiben durchgehen. Oder ich gehe einfach mit dem Draht durch so eine kleine Apfelspitze durch und verdrehe das und lass immer so ein kleines Stückchen Abstand. Ich kann auch dazwischen ein Sternchen nehmen, ja, und kann das Sternchen einfach mit dem Draht umwickeln und dann aber auch wieder zum Fixieren miteinander verdrehen. Ja, gehe dann wieder ein Stückchen weiter. Mache also so eine Drahtkette mit schönen kleinen Deko-Accessoires. Sollten natürlich Sachen sein, die man auch gut sieht über den Zapfen. Und in dem Fall habe ich jetzt extra die Apfelscheibchen gewählt, weil ich finde, dass man die super sieht. Vor diesen dunklen Zapfen ist es dann so ein sehr, sehr schöner Kontrast. Jetzt habe ich mir also eine kleine Kette von schönen Naturmaterialien gemacht. Also sehr, sehr schön sind auch die Anissternchen. Die habe ich leider noch nicht bekommen. Und falls ich da noch ein bisschen Deko mit diesen spielerischen Elementen an meinem Kranz haben möchte, kann ich das einfach so über die Zapfen drüber legen. Ja, gehe mit dem Draht, kann auch mit dem Draht noch mal einmal umrunden den Kranz. Und wenn der Kranz so im Kerzenschein oder wenn der angeleuchtet wird, ist natürlich auch sehr schön dieser rote Draht, der dann ein tolles Deko-Element ist. Und ja, verschlinge den Draht an einer Stelle und habt einfach noch so eine schöne, stimmige Spielerei. Es ist wieder die Wiederholung da. Die Apfelscheiben sind in der Deko und die Apfelscheiben sind über den Zapfen. Aber ich glaube, das sind jetzt so viele Optionen zum Dekorieren und vermutlich, oder ich kenne es aus meinen Workshops, die Teilnehmer haben immer noch so viele Ideen und Abwandlungen. Und auch du wirst sicherlich aus diesen ganzen Optionen deine Abwandlungen finden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich freue mich jetzt total darauf, diese Kerzen anzuzünden und diesen Kranz im Kerzenschein zu erleben. Aber ich würde ihn auch gerne bewundern, wenn die Kerzen nicht brennen. Und dazu hatte ich die Idee mit der Lichterkette. Und ich glaube, das ist wirklich, wenn das Licht dann, ja, wenn es dann ein bisschen dämmerig wird. Und ich habe
lange, lange, lange gesucht und ich habe ganz tolle Lichterketten bekommen. Das ist eine Lichterkette, die ist mit Schnur und die hat 40 LEDs. Und das Schöne ist, die sieht so natürlich aus. Ja? Die ist mit einer Schnur, mit einer Jute-Schnur gearbeitet und die hat einen Timer. Das heißt, ich kann die so einstellen, dass die immer 6 Stunden am Tag an ist. Also immer die gleichen 6 Stunden, zum Beispiel 18 bis 24 Uhr oder so. Und ich finde dann die Lichterkette und die also optional dann die Kerzen, die man anmacht, das ist natürlich der Knaller. Und damit wir das jetzt schön ausprobieren können, mache ich jetzt einfach mal unser Licht aus und wir machen jetzt mal die Probeversion für die wunderschöne, zauberhafte Lichterkette, die so viel Glanz und Stimmung bringt, auch wenn die Kerzen nicht an sind. Aber jetzt positioniere ich die erstmal schön. Und das Schöne ist, diese Lichterkette hat 2 Meter Länge. Das heißt, mit 2 Metern, da kann man also richtig schön auch noch diesen Adventskranz mit dem Licht ganz toll betonen. Und das ist doch für die Abendstunden der Traum, oder? Klasse. Also ich habe extra viele Lichterketten bestellt. Ich würde diese Lichterketten auch versenden, sind natürlich ohne Batterie. Ich versende die auch. Schreibt mir eine E-Mail an youtube@flowerstyle.de. 9,50 Euro pro Lichterkette, sind 2 Meter lang, haben 40 LEDs und sind mit Timer. Und ich bin totaler Fan davon. Für so einen schönen Kranz ist das eine, denke ich, wirklich tolle Anleitung und ich würde mich freuen, wenn du in meiner Online-Floristikschule weiterschaust.